dieses Familiäre, dass die Kinder wirklich Familien haben. Man gibt viel und man bekommt auch zurück. Und das fand ich einfach enorm schön. Die strahlen sowas Tolles aus, Kinder. Das macht mir einfach Freude. Und ich habe das angefangen und bin immer noch dabei. Sieben Kinder müssen jeden Tag in der SOS-Kinderdorf-Familie von Heike Funke geweckt werden. Heike Funke, die Kinderdorf-Mutter, zieht bereits die zweite Generation SOS-Kinderdorf-Kinder groß. Mit fast allen Kindern der ersten Generation, die bei ihr aufgewachsen sind, ist Heike Funke noch in Kontakt. Die Kinder, die jetzt bei ihr leben, sind im Alter zwischen 3 und 12 Jahren. Heike Funke war in ihrem ersten Beruf Industriekauffrau, obwohl sie schon immer gern mit Kindern gearbeitet hätte. Durch eine Freundin erfuhr sie vom SOS Kinderdorf Pfalz in Eisenberg. Jede Familie wohnt in einem eigenen Haus. Jedes der Kinder hat ein eigenes Zimmer. Seit 21 Jahren ist Heike Funke nun eine von 8 SOS Kinderdorfmüttern hier. Ich bin dann durch Zufall hier aufs Kinderdorf gestoßen und habe als Familienhelferin, hieß es damals, gearbeitet, 1,5 Jahre. Und es hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen, weil ich das einfach eine unheimlich sinnvolle Arbeit finde, die Kinder zu betreuen, wirklich womöglich von klein auf, bis sie erwachsen sind, und ihnen einfach ein Zuhause zu geben. Mit unseren Kinderdorfmüttern bieten wir an, dass man bei uns Beziehung zu Menschen aufnehmen kann, dass man sich an eine Person binden kann. Und das ist oftmals für diese Kinder das Beste, das Wichtigste, und genau das haben wir auch. Hermann Gmeiner, der Gründer der SOS-Kinderdörfer, wollte nicht nur den Waisenkindern, die durch den Krieg die Eltern verloren hatten, eine Heimat geben. Das SOS-Kinderdorf Pfalz in Eisenberg gibt es seit 1959. Die meisten der Kinder im SOS-Kinderdorf heute haben noch leibliche Eltern. Sie können sich aus wirtschaftlichen, sozialen oder gesundheitlichen Gründen nicht ausreichend um ihre Kinder kümmern. Die Entscheidung für eine Unterbringung im SOS-Kinderdorf trifft das Jugendamt. Jedes Kind in Deutschland hat das Recht auf Schutz und gute Entwicklungsmöglichkeiten. Die Kinder brauchen zunächst einmal einen Ort, an dem sie tatsächlich sicher sind. Sicher heißt, dass sie auch sicher im Tagesablauf sind, in der Struktur. Dass sie wissen, hier wohne ich, hier ist mein Zimmer, hier ist mein Bett, hier bekomme ich, hier werde ich versorgt. Tatsächlich einfachste Sachen. Es ist für alle Kinder und Jugendlichen im Dorf wichtig, den Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie halten zu können. Die Kinderdorfmutter sorgt dafür, dass das möglich ist. Meine haben alle Eltern. Der Kontakt ist mal mehr, mal weniger intensiv. Also ein Kind geht relativ regelmäßig zur Mutter zu Besuch. Die anderen bekommen regelmäßig von den Eltern Besuch. Und ja, und dann gibt es halt einige, die auch nur einfach telefonischen Kontakt haben. Also es ist wirklich unterschiedlich. Die größeren Kinder gehen in Eisenberg in die Schule. Für die Kleinen gibt es 3 unterschiedliche Betreuungsmöglichkeiten, die auch Familien nutzen können, die nicht im Kinderdorf wohnen. Seit 2 Jahren neu ist der Waldkindergarten im SOS-Kinderdorf. 20 Kinder erleben den Wald jeden Tag aufs Neue. Einfach diese Erfahrung, in der Natur zu sein, wieder ein Gefühl von Natur zu kriegen, das denke ich, dass das eine ganz wichtige Erfahrung ist, die dann auch später trägt. 25 Kinder gehören zum klassischen Regelkindergarten. Die gemeinsame Kindergartengruppe ist eine gute Vorbereitung für die Kinder aus Eisenberg und aus dem SOS-Kinderdorf. In der Grundschule sehen sich die meisten von ihnen wieder. 13 Kinder im Alter von 8 Wochen bis 3 Jahren gehören zur sogenannten Nestgruppe. Diese Gruppe war die erste Kinderkrippe im ganzen Landkreis und wurde schon 2003 gegründet.
Der Bedarf nach Kinderbetreuung kam damals vor allem von alleinerziehenden Frauen und sehr jungen Müttern, die selbst noch in der Ausbildung waren. Auch jetzt gibt es eine Warteliste für die Plätze hier. Wenn die Kinder in der Schule und im Kindergarten sind, kümmern sich die Kinderdorfmütter, ihre mitarbeitenden Erzieher und die Dorfleitung um alle organisatorischen und pädagogischen Notwendigkeiten. Es sind sehr herzenswarme Menschen, ja, die sehr an diesen Kindern, ihren Schicksalen und ihrer Entwicklung interessiert sind. Ja. Und durch ihre eigene Sicherheit für ihre Entscheidung vermitteln sie den Kindern genau diese Sicherheit. Du bist bei mir sicher und du kannst bei mir aufwachsen, du kannst bei mir bleiben. Ich sorge für dich. In Eisenberg leben etwa 10.000 Einwohner. Es liegt in der nördlichen Pfalz. Zusätzlich zum SOS Kinderdorf gibt es in der Innenstadt ein SOS-Beratungszentrum. Psychologen und Sozialpädagogen unterstützen Eltern und Kinder in ihrem Zusammenleben als Familie. Die Stelle gibt es seit über 30 Jahren und ganz viel ist auch über Mundpropaganda. Das ist hier ein ländlicher Raum und dann heißt es halt, geh mal auf die Beratung. Oder, es hat sich viel rumgesprochen und durch das SOS, das Kinderdorf hier vor Ort hat SOS einen gewissen Namen hier in der Region und die Leute kennen es einfach. Das Team des SOS-Beratungszentrums bespricht sich regelmäßig. Es ist Ansprechpartner für die Schulen der Umgebung und das Jugendamt. Eltern, die mit der Erziehung ihrer Kinder Probleme haben, finden hier Hilfe. Wenn Kinder oder Jugendliche von sich aus in das Beratungszentrum kommen, kümmert sich sofort jemand um sie. Wir sind die quasi Profis im Familienwissen, was Familie braucht, damit Kinder in Familie gut aufwachsen können. Dieses Wissen beschränkt sich nicht nur auf Kinderdorffamilie. Die Krabbelgruppe Die Sonnenkäfer trifft sich regelmäßig jeden Dienstagvormittag im SOS-Beratungszentrum in Eisenberg. Die jungen Eltern können Fragen stellen, Kontakte knüpfen und viele Anregungen bekommen. Großen Anklang findet zum Beispiel die Babymassage. Und einfach die Möglichkeit zu nutzen, die Kleinigkeiten, die so auftreten am Tag, wo man sich denkt, oh, ist es nur bei meinem Kind so oder ist es auch bei anderen so, sich einfach auszutauschen. Und die Möglichkeit ist schön. Dann die verschiedenen Dinge, die angeboten werden, wie die Babymassage. Die Spiele, die verschiedenen Lieder, die wir singen, das macht einfach Spaß. In der SOS-Kinderdorffamilie von Heike Funke wird das Mittagessen vorbereitet. Die Zwillinge Laila und Milofar und Damien sind die ersten, die aus dem Kindergarten zurück sind. Bis alle da sind, können schon die ersten Hausaufgaben gemacht werden. Die Kinderdorfmutter wird von einer Erzieherin und einem Erzieher unterstützt, die bei allem mithelfen, was zu erledigen ist. Jedes Kind hat so seine Stärken und auch seine Schwächen. Und da dann irgendwo auch zu gucken, dass die Kinder dann auch gefördert werden in ihrem Maß, das ist hier so die große Kunst. Nelly Truderung hat einen guten Draht zu Chantal. Heute üben die beiden Englisch-Vokabeln zusammen. Chantal ist froh, dass sie bei ihrer Kinderdorfmutter Heike Funke und im SOS Kinderdorf ein neues Zuhause gefunden hat. Ich bin 7 Jahre hier und mir gefällt die Spielplätze hier. Gibt's was du an der Heike besonders magst? Ja, dass sie mich hier aufgenommen hat. Benjamin lebt seit 6 Jahren bei Heike Funke. Er war erst ein Jahr alt, als er ins SOS-Kinderdorf kam. Und ich finde toll, dass mal wieder Dorfverschönerung ist manchmal. Hey,
Im SOS Kinderdorf gibt es auch Paula, einen Golden Retriever, der als Therapiehund für die Arbeit mit Kindern von Katrin Kulicke speziell trainiert wurde. Katrin Kulicke arbeitet als auszubildende Kinderdorfmutter in einer der anderen Familien. Paula gehört dazu. Frau Kulicke hat ein Projekt entwickelt, in dem die Kinder ihr Selbstbewusstsein durch den Umgang mit Paula stärken. Es sind ja auch Kinder dabei, die jetzt Körperkontakt in dem Sinn durch Menschen, Personen nicht zulassen können, aber die können das ganz toll mit der Paula. Die Paula ist ja jetzt auch nicht gerade klein, ja. Dann zu sagen, ich pfeife und jetzt kommt dieser große Hund. Häufig haben wir dann hier auch noch Zuschauer, die so ein bisschen ängstlich sind mit Hunden, ja. Und wenn dann so ein Kleiner, der normal häufig erfährt, dass er ein bisschen gemobbt wird oder so, dann hier zeigen kann, ich pfeife und der Hund kommt und dann womöglich noch sagt, der macht nichts und ich kann das. Das ist halt erhebend. Der pädagogische Fachdienst mitten im Zentrum des Kinderdorfes bietet interessante Freizeitmöglichkeiten an. Während der Schulzeit und auch in den Ferien. Es gibt zum Beispiel das Backen alle 14 Tage montags, einen Trommelkurs, Klettern, Basteln und eine Fahrradwerkstatt. Durch die gemeinsamen Aktivitäten und Erlebnisse kennen die Mitarbeiter des Fachdienstes alle Kinder im Dorf und können als Pädagogen die Kinderdorffamilien unterstützen. Wir arbeiten in den Teams, das heißt, wir beraten und unterstützen und coachen die Teams in den einzelnen Familien, stehen den Kinderdorfmüttern und den Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite. Wir springen auch mal ein, wenn es eng wird in irgendeinem Team und übernehmen da auch mal einen Dienst. Thorsten aus der SOS-Kinderdorffamilie von Heike Funke hat ein ganz besonderes Hobby für sich entdeckt. Einmal in der Woche geht er zum Reiten mit Schimmel Fury. Ich reite mit ihm, ich pflege ihn, ich fütter ihn. Und ich misst auch mit den Stallen. Und schmus mit ihm halt und hab ihn lieb. Margit Reb unterrichtet Thorsten und 13 weitere Kinder aus dem SOS-Kinderdorf. Innerhalb eines Jahres sind Thorsten, die anderen SOS-Kinderdorf-Kinder, Fury und Frau Reb ein Team geworden. Das finde ich halt toll, dass die Tierliebe halt vorgeht, dass der Umgang mit dem Tier auch im Vordergrund steht und dass sie auch Spaß an der Pflege haben und dass sie auch erkennen, dass es wichtig ist, dass er halt was zu trinken hat, dass die Box sauber ist, dass er geputzt wird, dass er umsorgt ist und da auch Verantwortung für ihn übernehmen wollen. Thorsten kennt auch die anderen Pferde auf der Koppel. Doch am meisten vertraut ist er mit Fury. Das schwarze Pferd, das heißt Solitär, das ist Furys bester Freund. Die kennen sich schon seit der Fury hier ist. Und ja, die spielen halt und kämpfen halt. Wir erleben auch ganz oft, dass die Kinder in einem unbeobachteten Augenblick dem Hund oder einem Pferd ein Geheimnis anvertrauen. Etwas, was sie sonst nicht sagen können. Das sind oftmals Ängste oder auch ganz schöne Erlebnisse oder auch, wo sie traurig sind. Und genau das möchten wir, dass Kinder Zugang zu ihren Gefühlen haben. Und manchmal können sie einfach nicht darüber sprechen. Und an dieser Stelle gelingt es. Am Wochenende sind die SOS-Kinderdorffamilien von Heike Funke und Barbara Schnellting oft gemeinsam unterwegs. Sie besuchen sich zum Sonntagsfrühstück oder planen gemeinsame Unternehmungen. Es warten noch viele schöne gemeinsame Erlebnisse auf sie und alle anderen Kinderdorffamilien aus dem SOS-Kinderdorf Pfalz in Eisenberg.